Hallo zusammen, hier ist Jan von Brettspiel erklärt. Ich habe nochmal ein Solo-Play für euch und zwar, wie ihr schon seht, wir spielen Anachrony. Das hier ist die riesengroße Infinity-Box, die habe ich mir ausgeliehen und wollte das mal Solo ausprobieren. Ja, wie ihr seht, ich habe soweit schon alles aufgebaut für das Solo-Spiel. Wir spielen gegen den Gegner hier oben. Der wird verschiedene Aktionen machen. Ich habe bisher noch nicht gegen ihn gespielt. Habe eben erst die Regeln durchgelesen. Schauen wir mal, wie gut ich damit klarkomme. Das ist, glaube ich, nicht der Gegner, gegen den man im Basisspiel spielt. Da gibt es nochmal andere Regeln für. Der Gegner kam mit einer Erweiterung, glaube ich, dazu. Aber mit dem wollen wir spielen. Der funktioniert im Endeffekt hier mit diesem Plättchen. Wenn ich nach vorne bewege, dann passieren verschiedene Sachen. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Wir spielen heute die gelbe Fraktion, und zwar den Path of Progress. Ich habe mir soweit schon mal alle Ressourcen und Sonstiges genommen und bereitgelegt. Hier ist auch unser Anführer. Der hat die besondere Fähigkeit. Die ist eigentlich ganz einfach, aber denke ich trotzdem ganz gut. Und zwar können wir beim Einsetzen von Arbeitern, also nachher in der Phase 5, wenn wir Arbeiter benutzen, können wir die, ich glaube, das sind Wissenschaftler, auch wie Genies einsetzen. Genies sind sozusagen Joker-Arbeiter, die kann man für alles benutzen. Das, ja, glaube ich, ist ganz gut. Dann können wir auf jeden Fall viele von denen uns holen und die dann auch gut einsetzen. Hier oben steht unsere Bedingung, die wir am Ende erfüllen müssen oder zumindest eine Sache, die wir am Ende machen können, um nochmal einige Punkte zu sammeln. Wir müssen uns fokussieren von den wissenschaftlichen, ich glaube Laboren sind das hier, davon welche zu bauen. Und wir müssen diese Durchbrüche sammeln, Breakthrough. Dann brauchen wir quasi immer jeweils von einem Durchbruch plus zwei von den Wissenschaftlern kriegen wir nochmal 4 Punkte. Also das ist was, was wir im Spiel, im Verlauf des Spiels sammeln können. Wie ihr seht, wir spielen heute mal nicht mit den Miniaturen, die wirklich sehr, sehr cool sind. Aber von oben, von der Kamera kann man, glaube ich, besser sehen, wenn ich diese Basisplättchen benutze. Das sind die Exosuits, sind das, glaube ich, wo ich dann unsere Arbeiter oder wir unsere Arbeiter reinsetzen können und die dann auf dem Hauptspielplan einsetzen können. Wie ihr schon seht, überall, wo diese, diese Hexform ist, da müssen wir immer mit einem Exosuit reingehen. Weil ich glaube, die Welt ist, wie man hier sieht, schon nicht mehr so hübsch. Da muss man, kann man quasi nur was machen, wenn man mit so einem Anzug unterwegs ist. Ja, bevor ich jetzt den Rest erkläre, würde ich sagen, wir fangen einfach mal ein bisschen an. Falls ihr das Spiel noch nicht kennt, werde ich ein paar Sachen auf jeden Fall noch erklären. Im Grunde ist es ein Worker-Placement-Spiel. Wir setzen unsere Arbeiter auf die verschiedenen Aktionen ein. Hauptsächlich natürlich auch hier, um Ressourcen zu sammeln und Gebäude zu bauen, Upgrades zu bauen, in der Zeit eventuell zurückzureisen und am Ende dann natürlich die meisten Siegespunkte zu sammeln. Das Spiel ist im Wesentlichen auf 6 Phasen aufgeteilt. Das erste ist so eine Vorbereitungsphase. Wir beginnen einmal damit, die Mine zu füllen. Dafür gibt es hier so Karten. Da decken wir eine zufällig auf. Die gibt dann an, welche Ressourcen hier hingelegt werden müssen. In der Reihenfolge legen wir die hier natürlich auch jetzt hin. Zusätzlich füllen wir die Slots hier rechts auf. Die Ressourcen sind quasi immer dieselben. Was Ähnliches machen wir dann auch hier mit den Arbeitern. Da wird auch angegeben, das ist für uns viele Wissenschaftler, da wird auch angegeben, welche Arbeiter hier hinkommen und wie viele. Und dann können wir die auch hier hinlegen. Dann können wir einmal hier hingehen und das nächste Superprojekt aufdecken. Das sind Sachen, die sind relativ schwer zu bauen, aber sehr stark natürlich. Die können wir nachher auch hier in unsere Auslage hinlegen, da wo wir auch nachher Gebäude hinlegen. Und die geben uns dann verschiedene Fähigkeiten. Die ersten beiden schaue ich mir direkt mal an, was genau die können. Das erste hier, der Rescue Pod, wenn wir den bauen, haben wir sozusagen als passive Fähigkeit, dass unsere Evakuierungsbedingung direkt erfüllt ist. Zur Erinnerung, die haben wir ja hier. Hier ist auch dasselbe Symbol, deswegen macht es auch Sinn. Da war ja, dass wir 3 Labore haben müssen, um dann die 6 Punkte zu kriegen. In dem Fall brauchen wir das dann nicht, sondern wenn wir den Rescue Pod haben, haben wir das sozusagen direkt erfüllt. Finde ich jetzt nicht so interessant. Ich glaube, das wird kein Problem sein, dass wir die 3 Labore bauen im Verlauf des Spiels.
Ja, und das andere Gebäude, der Continuum Stabilizer, hat mit diesen Plättchen zu tun. Das sehen wir gleich in der nächsten Phase. Die werden wir nämlich hier auf die Timeline platzieren. Da können wir uns quasi von uns selber Sachen leihen, die wir dann aber zurückzahlen müssen. Das ist natürlich, kann das riskant sein. Man kann dann Anomalien generieren. Und wenn man das baut, kriegt man sofort einmalig 3 von denen zurück. Also das ist jetzt am Anfang auch noch nicht interessant. Schauen wir mal, ob das ja, später relevant wird. Dann können wir uns jetzt entscheiden, wie viele von unseren Mechs wir einsetzen möchten oder Exosuits. Wir haben hier oben auf jeden Fall diese 3. Das kostet quasi nichts, die zu aktivieren. Wenn wir möchten, können wir auch mehr aktivieren. Also ich würde sagen, die 3 nehmen wir auf jeden Fall mal. Wie gesagt, kostet ja nichts. Das Einzige ist, je nachdem, wie viele Plätze wir freilassen, für jedes, das frei bleibt, kriegen wir ein Wasser. Deswegen möchten wir vielleicht auch nicht alles ganz zulegen. Wobei, aktuell haben wir auch 3 Wasser. Aber ich glaube, in der ersten Runde möchte ich auf jeden Fall einiges machen. Und bei unseren Startressourcen waren hier auch 4 von diesen Energy Cores dabei. Die brauchen wir, wie man hier sieht, um die Exosuits mit Energie zu versorgen. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich nehme die beiden und gebe dafür dann die beiden Ressourcen aus. Bei dem Gegner ist das ganz einfach. Der legt einfach immer alle, stellt am Anfang immer alle 6 ein, also bereit. Genau, das heißt, er hat einfach 6 zur Verfügung. Als nächstes können wir uns, wie gesagt, Ressourcen oder auch Arbeiter von unserem zukünftigen Selbst leihen. Dafür gibt es ja diese Plättchen hier, die ich ja schon angesprochen habe. Das wird jetzt bei dem Solospiel in Spielerreihenfolge gemacht und aktuell ist der Gegner als erstes dran. Das heißt, wir müssen ihn zuerst ausführen. Dafür würfeln wir hier den Würfel und je nachdem, wie viel gewürfelt wird, so viel von seinen Plättchen setzt er ein. Okay, er setzt 1 ein. Das wird jetzt hier auf die Timeline gelegt. Und jetzt können wir uns danach entscheiden, was wir machen wollen. Ich würde sagen, wir holen uns am Anfang mal ein paar Ressourcen. Das heißt, ich würde jetzt die beiden aufdecken. Man kann bis zu 2 von denen einsetzen. Das heißt, die beiden Sachen kriege ich jetzt sofort. Das heißt, ich kriege einmal die lilane Ressource und einmal die graue Ressource. Ja, dann kommen wir auch eigentlich zum eigentlichen Hauptteil des Spiels, und zwar die Aktionsphase, wo wir jetzt unsere Arbeiter einsetzen können. Wie gesagt, der Gegner fängt an. Das heißt, wir müssen zuerst mit ihm einmal den Würfel würfeln. Wir haben eine 5 gewürfelt. Das heißt, der Stein Nummer 5 geht einen Schritt weiter. Hier gibt es quasi diese Pfeile. Und er macht als erstes eine Minenaktion. Das heißt, er wird sich hier auf den Bereich bewegen. Dafür nehmen wir auch ein Exosuit von ihm. Den müssen wir jetzt platzieren. Er schaut jetzt, welche Ressourcen er haben möchte. Er priorisiert grüne Ressourcen über gelben, über grauen. Nur die lilanen sind natürlich noch ganz oben. Deswegen würde er jetzt hier hingehen, die grüne Ressource nehmen und hier die gelbe. Weil, was er versucht, das schauen wir eben hier, dass er versucht, jede Ressource quasi einmal zu sammeln. Dann wirft er alle weg, um 5 Punkte zu kriegen. Ja, damit ist der Gegner auch schon fertig. Dann bin ich dran und ich kann mir überlegen, was ich als erstes machen möchte. Ich glaube, für mich ist es natürlich gut, die Wissenschaftler zu haben, weil für mich sind Wissenschaftler ja wie Genies. Das heißt, ich setze als erstes hier den Administrator, den blauen, setze ich in einen Exosuit und gehe mit ihm hier auf das Hauptspielplan, und gehe hier auf das erste Feld. Das erste Feld kostet nichts. Das zweite müsste ich an Wasser zahlen. Das heißt, aktuell gehe ich noch hier hin. Weil ich jetzt einen Administrator gespielt habe, kann ich einen beliebigen nehmen. Ich sehe gerade, das müsste natürlich ein Genie sein. So, genau. Dann kann ich einen beliebigen von denen nehmen. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, ich nehme einen Genie. Wieso nicht? Aber nee, ich nehme einfach mal weiter einen von den Wissenschaftlern. Der kommt dann in meinen aktiven Bereich und ich erhalte den Bonus, der hier neben steht. Das sind 2 Wasser. Dann ist wieder mein Gegner dran. Wir würfeln einmal. Er bewegt die 3. Das heißt, er versucht, eine Zeitreise durchzuführen. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er jetzt schon das Plättchen hier wegnehmen würde.
weil in der Phase befinden wir uns ja gerade oder in dem Zeitpunkt. Deswegen würde ich sagen, thematisch macht es irgendwie keinen Sinn, dass er das jetzt direkt wegnimmt. Daher, genau, machen wir das Alternative. Das ist dann, dass er einen Siegespunkt kriegt. Das wird hier mit diesem Plättchen festgehalten. Dann bin ich wieder dran. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, ein Gebäude zu bauen. Das heißt, ich schicke jetzt einmal meinen Wissenschaftler, der ist ja wie ein Genie, in ein Exosuit und gehe damit auf Gebäude bauen Aktion. Das heißt, ich gehe hier hin. Genau, weil das ein Ingenieur ist, kann ich das sozusagen wie Ingenieur werten lassen. Das heißt, für das Gebäude, was ich baue, darf ich eine graue Ressource weniger zahlen. Ja, jetzt gerade am Anfang des Spiels, glaube ich, ist das Plättchen ganz gut. Das heißt, das werde ich als erstes bauen. Ich muss, von dem Plättchen gibt es eine Auslage, das hat jetzt nicht mehr hier reingepasst, aber man hat quasi immer zwei von jeder Gebäudeart zur Auswahl. Ich genau baue das, ich spare mir eine graue Ressource, das heißt, ich muss nur grün und grau bezahlen und darf das dann hier hinlegen. Ich bezahle einmal grün und grau. Das Gebäude hier hat jetzt einen runden Platz, da kann ich als freie Aktion vor meiner eigentlichen Aktion so ein Plättchen reinlegen. Dann kriege ich das, was hier steht. In dem Fall würde ich einfach zwei Wasser kriegen. Wasser ist, glaube ich, immer gut. Und das kann ich aber nur einmal pro Ära machen. Also genau, bis ich wieder alle Arbeiter zurückgeholt habe, kann ich das quasi einmal machen. Aber das ist quasi keine volle Aktion, sondern eine freie Aktion. Dann ist mein Gegner auch wieder dran. Er bewegt die drei nach vorne. Das heißt einmal hier. Ja, er möchte ein super Projekt bauen. Das kann er aber nur machen, falls er einen Fortschritt schon gemacht hat. Das sind ja die Plättchen hier, von denen ich auch schon eins habe. Das heißt, er geht jetzt trotzdem mit seinem Mech auf die entsprechende Aktion. Das heißt, hier auf dem Hauptspielplan geht er einmal hier hin, blockiert mir jetzt die Aktion, baut aber kein Superprojekt, sondern kriegt stattdessen einfach nur einen Siegespunkt. Dann bin ich wieder dran. Als erstes setze ich einmal die Aktion hier ein. Ist ja eine kostenlose Aktion, das heißt, ich gehe da hin, kriege einmal zwei Wasser. Und ich würde, glaube ich, ganz gern noch ein Gebäude bauen. Deswegen setze ich einmal hier meinen Wissenschaftler ein, gehe mit dem jetzt hier oben auf die Aktion, weil Gebäude bauen, die Aktion ist jetzt schon voll belegt von mir und meinem Gegner. Das heißt, ich kann aber hier oben hingehen, das kostet mich jetzt ein Wasser, das bezahle ich eben. Und dann darf ich eine Aktion ausführen, die hier unten ist. Ich könnte mich auch zum Startspieler machen. Aber ich glaube, ich finde gar nicht schlecht, dass der Gegner Startspieler ist, weil dann kann ich erst sehen, wie viel von den Dreiecksplättchen er aufdeckt. Genau, da ich mit einem Wissenschaftler hingegangen bin, der ja wie ein Genie zählt, kann ich hier bauen. Und zwar spare ich mir auch wieder eine graue Ressource. Und wir müssen ja die Labore bauen, deswegen fange ich damit direkt mal an. Dann würde ich gerne das hier bauen. Ich muss jetzt hier dann noch einen grünen zahlen. Ah, den habe ich natürlich gar nicht. Dann baue ich noch doch kein Labor. Dann baue ich direkt mal ein Kraftwerk. Das sind die hier ganz oben. Ich muss dann einen grauen spare ich mehr. Das heißt, ich muss die zahlen, den gelben und ein Wasser. Und platziere das Gebäude dann hier. Hier kann ich jetzt gleich natürlich auch mit einem reingehen, um dann in der Zeit zurückzureisen. Dafür ist das da. Ich kann mit dem Plättchen hier jetzt explizit drei Schritte zurückreisen. Genau, sehen wir dann, ich kann mich dann sozusagen die Ressourcen, die ich mir geliehen habe, von mir selber sozusagen zurückzahlen. Dafür kriege ich hier oben dann Siegespunkte. Und habe ich auch nicht die Gefahr, Anomalien zu bekommen. Dann ist mein Gegner wieder dran. Er bewegt den 4. Das heißt, er möchte jetzt einen Arbeiter rekrutieren und kriegt so oder so einen Siegespunkt. Den gebe ich ihm schon mal. Ja, das geht noch. Das heißt, er geht hier mit seinem Exosuit einmal hier hin und er rekrutiert und er versucht natürlich die Genies zu priorisieren. Oder priorisiert die Genies. Das heißt, den hier bekommt er. Der wird dann hier oben hingelegt. In den Bereich. Hier funktioniert das im Prinzip genauso. Wenn er hier von jedem Arbeitertyp einen hat, dann wirft er alle ab, um 5 Punkte zu kriegen. Da
Dann bin ich wieder dran. Ja, für mich macht es, denke ich, Sinn, dass ich einmal Ressourcen sammeln gehe. Das heißt, ich gehe wieder in meinen Exosuit rein, gehe hier hin und sammle einmal Ressourcen. Ich bekomme, ich gehe hier unten hin. Genau, dann bekomme ich auf jeden Fall den und dann darf ich mir auch einen aussuchen. Da suche ich mir dann einen grünen aus. Dann ist mein Gegner wieder dran. Er hat eine 4 gewürfelt, das heißt, er geht hier hin und genau versucht jetzt wieder ein Gebäude zu bauen. Aber der Platz ist schon belegt. Aber er kann jetzt dasselbe machen, das ich eben gemacht habe. Und zwar gibt es hier oben noch einen zweiten Punkt, wo er sich hinsetzen kann. Nämlich hier oben. Da funktioniert genauso wie der Punkt. Hier kriegt man zusätzlich noch den Startspieler-Marker oder man wird Startspieler. Das ist er jetzt eh schon, aber er geht dann hier hin, um damit ein Gebäude zu bauen. In dem Fall möchte er ein Produktionsgebäude bauen. In dem Fall nimmt er das mit den höchsten Siegespunkten. Das heißt, er würde das hier nehmen, das legt er auch hier hin. Dafür kriegt er dann eigentlich am Ende des Spiels einfach nur die Punkte, die da stehen. Dann bin ich wieder dran. Allzu viele Sachen kann ich nicht mehr machen, aber ich gehe auf jeden Fall noch einmal in den Suit hier rein und hole mir einen Durchbruch. Das heißt, ich gehe hier auf das Feld hier hin. Das heißt, dass ich mir jetzt hier von den Würfeln einen aussuchen kann. Den kann ich hinlegen auf die Seite, die ich möchte. Ja, ich glaube, das Superprojektier ist nicht schlecht. Dafür bräuchte ich ein rundes mit einer Zeituhr. Das heißt, ich würde den hinlegen und den anderen Würfel einmal würfeln. Und hat es leider nicht geklappt. Das heißt, ich kriege ein eckiges, ich bräuchte aber ein rundes. Und genau, dementsprechend ein eckiges Plättchen mit einer Uhr drauf. Das kriege ich jetzt. Und genau, das war dann die Aktion. Dann ist unser Gegner dran. Er würfelt natürlich wieder. Er hat eine 5 gewürfelt. Das heißt, er würde ein Gebäude bauen, aber diesmal geht es nicht, weil die beiden Felder Gebäude bauen sind ja besetzt. Die beiden Felder hier oben auch. Die werden erstmal ausweichen. Das heißt, er kann nichts machen, aber kriegt dann natürlich einen Siegespunkt. Ja, ich bin dran. Ich könnte theoretisch meinen einen Arbeiter jetzt noch reinholen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht mehr so richtig. Deswegen würde ich passen. Immer wenn ich passe, können wir dann gucken, wie viele Aktionen der Gegner gemacht hat. Wenn er mehr als 3 Aktionen gemacht hat, das ist jetzt auf jeden Fall der Fall, dann endet die Runde einfach sofort. Sonst würde er mindestens 3 Aktionen machen. Genau, das haben wir jetzt nicht. Das heißt, wir gehen in die nächste Runde übrig, in den Clean-Up. Wir bekommen einmal alle unsere Arbeiter zurück. Wenn hier bei den Arbeitern dieses Symbol angegeben ist, das hier oben, dann würden wir die auch aktiv zurückbekommen, das hier mit dem Auge. Das ist jetzt aber, glaube ich, bei meinen Arbeitern nicht der Fall. Das heißt, ich kriege alle Arbeiter erschöpft zurück. Die kommen dann hier auf die linke Seite, auf dem Spielbrett. Die Exosuits kommen natürlich weg. Die vom Gegner auch. Dann gehen wir hier auf der Zeitleiste in die nächste Phase über. Das heißt, jetzt befinden wir uns sozusagen hier. Und wie ihr seht, nachher gibt es einen Meteoriteneinschlag. Dadurch ändert sich das Spiel dann nochmal in einigen Punkten. Genau. Und jetzt haben wir natürlich auch die Möglichkeit, von hier in die Zeit zurückzureisen und selber die Ressourcen, die wir uns eben von uns selber geliehen haben, zurückzuzahlen. Das hat den Vorteil, dass die Plättchen dann wegkommen, wodurch wir dann ja, weniger Probleme haben. Und das hat den extra Vorteil, dass wir auch Siegespunkte dafür kriegen. Genau, damit können wir auch schon in die zweite Phase starten. Wir beginnen wieder mit der Vorbereitungsphase. Wir müssen die Ressourcen auffüllen. Dafür ziehen wir einfach eine neue Karte. Und füllen die entsprechend auf. Und dasselbe machen wir natürlich mit den Arbeitern. Genau, der muss weg. Also die Arbeiter, die nicht genommen wurden, kommen auch weg. Und was auch passiert ist, dass wir hier das neue Superprojekt aufdecken. Das ist diesmal eins, das eine Aktion hat. Hier können wir reingehen mit einem Administrator. Dann gehen wir einen Schritt nach vorne mit unserer Moral.
Die Moral zeige ich mal hier. Das kriegt am Ende, also wir sind aktuell hier in der Mitte, am Ende kriegen wir dann hier Siegespunkte dafür, wenn wir ganz recht sind. Aber die Auffrischungsaktion hier kostet dann auch mehr Wasser. Aber ja, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Plättchen. Und wir haben auch das passende, wie man hier sieht, wir haben den passenden Durchbruch, ein viereckiger mit hier den Menschen drauf. Genau. Das heißt, das wäre vermutlich nicht schlecht für uns zu bauen. Genau, und jetzt müssen wir gucken, ob wir Paradoxe produzieren. Das heißt, wir gucken jetzt von dem aktuellen Zeitpunkt in die Vergangenheit und für jedes Plättchen muss derjenige, der da am meisten hat, jetzt entweder einen Würfel würfeln, das ist quasi hier der, oder es gibt die Variante, dass man einfach immer eins nimmt, weil sonst kann man halt Pech haben, man kriegt zwei oder man kann Glück haben, kriegt nur einen. Ich persönlich habe jetzt finde das besser, wenn man einfach immer nur eins nimmt, deswegen nehme ich mir einfach ein entsprechendes Token. Wenn ich, das ist jetzt schlecht, wenn ich davon drei sammle, habe ich eine Abnormalie. Die bringt dann auch Siegespunkte am Ende des Spiels. Aktuell passiert das erstmal noch nichts. Ich habe ja nur einen. Ja, dann können wir uns wieder überlegen, wie viel von unseren Exosuits wir aktivieren möchten. Die drei. Auf jeden Fall. Und zwei von diesen Cores haben wir noch. Ist die Frage, ob wir jetzt direkt beide einsetzen wollen. Ich würde sagen, ich setze erstmal nur einen ein. Das heißt, ich bezahle den hier. Und wir bekommen zwei Wasser, weil wir ja auf die beiden Felder uns nicht gesetzt haben. Ja, den hier muss ich auch natürlich runternehmen. Das können wir jetzt wieder machen. Und dann gehen wir wieder hier hin und jetzt können wir uns wieder überlegen, ob wir Ressourcen von unserem zukünftigen Ich leihen wollen. Da beginnt natürlich wieder der Gegner. Er legt ein Plättchen dahin. Und jetzt kann ich mir überlegen, möchte ich jetzt zwei hinlegen, ein oder gar keinen. Wie gesagt, nachher kriegen wir eins von den Paradoxen pro Feld, wo wir am meisten haben. Bei Gleichstand kriegen das natürlich auch beide Spieler. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal nur ein Plättchen. Und zwar nehmen wir das hier. Das legen wir dann hier hin. Und das bedeutet, dass wir sofort jetzt ein Exosuit extra bekommen. Das heißt, wir haben jetzt doch wieder fünf. Ja, und dann sind wir auch wieder mit der Aktionsphase dran. Wir beginnen mit dem Gegner. Er hat einen 3 gewürfelt, das heißt, wir gehen hier einen Schritt nach vorne. Jetzt versucht er eine Abnormalie loszuwerden. Da hat er noch gar keine bekommen. Das heißt, passiert nichts. Und immer wenn er das nicht machen kann, kriegt er dann stattdessen einen Siegespunkt. Dann sind wir dran. Ja, das Erste, was wir machen, ist einmal unsere Arbeiter wieder zu aktivieren. Diesmal mache ich, kann man einmal zwei Optionen, man kann die machen. Dafür muss man dann Wasser bezahlen, je nachdem, wo man hingeht. Geht aber nach rechts, was am Ende des Spiels natürlich mehr Punkte bringt. Oder man geht hier hin, das ist eine freie Aktion. Kostet auch kein Wasser, aber man geht nach links. Jetzt am Anfang, mache ich das nochmal. Dann werden alle meine Arbeiter wieder aktiv gelegt. Und weil das eine Freiaktion ist, kann ich dann noch was anderes machen. Was ich aber auch mache, ist die Freiaktion hier. Womit ich zwei Wasser bekomme. Ja, ich würde sagen, ich setze dann einen von meinen Wissenschaftlern ein, um nochmal einen Fortschritt zu machen. Dafür gehe ich hier hin. Ich plane jetzt das Ding hier zu nehmen, weil ich dann drei von meinen Dingern wieder zurückholen kann. Das glaube ich jetzt nicht schlecht. Ich habe ja auch drei da. Ja, ich könnte jetzt wieder Risiko machen, das heißt den hinlegen auf die Uhr und dann würfeln. Aber das ist halt nur eine 1 in 3 Chance. Ich glaube, was ich jetzt gerade mal lieber mache, ist auf das Dreieck zu legen und dann zu würfeln. Das kriege ich quasi das mit dem Dreieck. Das ist dann dieses hier. Das habe ich jetzt gemacht, weil hier unten, wie man sieht, kann man auch als Alternative entweder das genau passende legen oder einen eckigen und einen viereckigen, also einen dreieckigen und einen viereckigen abgeben. Das hätte ich jetzt. Das heißt, nachher kann ich das dann bauen. Dann ist mein Gegner wieder dran. Er benutzt die 2. Ja, das heißt, er geht hier hin und macht dann nichts. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Ressourcen. Deswegen würde ich sagen, hole ich mir die. Wenn ich Ressourcen sammle, kann ich ganz gut mit ihm hingehen, weil ich kriege ihn aktiv zurück. Das heißt, ich gehe mit ihm einmal hier hin und hole mir zwei gelbe Ressourcen. Wobei mache ich das?
Ja, ich merke jetzt gerade, dass ich hier am besten eben noch einen mehr gesetzt hätte. Ich würde mir das jetzt nochmal erlauben, das nochmal rückwirkend zu ändern. Weil das irgendwie mehr Sinn macht. Genau, deswegen würde ich mir erlauben, den hier auch noch hinzulegen. Das heißt, ich habe eben dann doch einen mehr platziert. Immer wenn man so einen legt, dann muss man ein Wasser bezahlen, kriegt aber auch den entsprechenden Arbeiter. Das heißt, kriegt den Arbeiter, muss aber ein Wasser zahlen. Genau, dann macht das aber auch Sinn, hier hinzugehen, weil dann kriege ich einmal hier die gelbe Ressource und nehme mir von dem Bereich auch die gelbe. Dann ist mein Gegner dran. Er bewegt die 5, das heißt, er geht hier hin. Er versucht zu rekrutieren. Kriegt dadurch auf jeden Fall einen Siegespunkt. Ich tausche jetzt hier mal seine Punkte aus. Hat dann 6. Das heißt, er setzt sich einmal hier hin. Und genau, nach Möglichkeit nimmt er natürlich einen Arbeiter, den er noch nicht hat. Und dann auch in der Priorität, also Genie, Administrator, Ingenieur, Wissenschaftler. Das heißt, genau, nimmt er sich in dem Fall einen Ingenieur und legt ihn dahin. Dann bin ich dran und ich kann bauen. Das heißt, ich baue ein Gebäude. Dafür gehe ich einmal hier hin. Und dieses Mal möchte ich ein Superprojekt bauen. Das kann ich nur da machen, wo ich mich aktuell befinde. Das heißt, aktuell befinde ich mich ja hier in dem. Das heißt, ich würde jetzt das Superprojekt bauen, weil ich ein, genau, weil meine Wissenschaftler ja wie Genies zählen, kann ich mir eine graue Ressource sparen. Das heißt, ich zahle 2 gelbe und eine graue. Und die beiden Breakthroughs, die ich eben gesammelt habe. Und darf dann, genau, dieses Plättchen nehmen. Da, wie gesagt, sobald ich das baue, darf ich einmalig 3 Dinger wegnehmen. Und genau, deswegen habe ich jetzt eben auch das eine doch noch eingesetzt, weil das viel mehr Sinn macht. Genau, weil dann kann ich jetzt so diese 3 Dinger wegnehmen. Die kriege ich zurück. Und das Gebäude muss ich natürlich hier platzieren. Ich kann mir das prinzipiell jetzt aussuchen. Ich würde sagen, genau, ich muss es dahin bauen, wo es am wenigsten Gebäude platziert sind bisher. Deswegen würde ich das, genau, hier unten natürlich nicht, deswegen baue ich das hier oben hin. Okay. Dann ist mein Gegner wieder dran. Er bewegt die 3, die geht einmal nach oben. Das heißt, er möchte auch ein Gebäude bauen. Dafür geht er hier hin und er baut diesmal ein Wassergebäude. Da nimmt er dann dieses hier, das gibt ihm 2 Punkte. Und das wird hier hingelegt. Dann bin ich wieder dran. Ich würde jetzt gern zurück in der Zeit reisen. Dafür benutze ich hier oben mein Plättchen hier. Ich gehe dahin mit einem Wissenschaftler. Ich habe den kleinen Vorteil, wenn ich hier mit einem Wissenschaftler irgendwas aktiviere, wird er danach wieder auf aktiv gesetzt. Das heißt, ich kriege ihn dann aktiv zurück. Genau, das mache ich. Ich darf bis zu 3 Schritte zurückreisen und dann da ein Plättchen wegnehmen. Das heißt, wir gucken einmal hier hin. Ich gehe genau 1 Schritt zurück und darf dann das Plättchen wegnehmen, wenn ich das halt auch bezahle. Das heißt, genau, das mache ich jetzt. Ich zahle dann eine von den Ressourcen. Und dann hier oben gehe ich 1 Schritt nach vorne. Und genau, bekomme dann am Ende des Spiels aktuell 1 Punkt. Hier will man natürlich möglichst viele Schritte gehen, um ja, bis zu 16 Punkte zu bekommen. Ah genau, und hier oben wird auch, sehe ich gerade, die Dinger hingelegt. Ich, wenn ich 4 habe, dann bekomme ich eine Anomalie. Ja, mein Gegner ist wieder dran. Er bewegt Plättchen Nummer 5. Das heißt, er möchte ein Gebäude bauen. Das kann er auch. Und zwar setzt er sich hier hin. Und er baut dann ein Einkommensgebäude oder Ressourcengebäude. Dann nimmt er das mit den meisten Siegespunkte, das ist in dem Fall den, und auch das liegt einfach hier drauf. Er kann maximal 3 von jeder Gebäudeart haben. Ja, ich würde mir ganz gerne nochmal ein paar Ressourcen holen. Daher würde ich sagen, ja, ich muss jetzt mit ihm leider hingehen, aber das ist okay. Das heißt, ich gehe mit ihm hin und hole mir Ressourcen. Diesmal gehe ich nach ganz hier oben, das heißt, ich kriege, was nehme ich mir?
Genau, nehme ich mir hier den grünen und hier, eigentlich ist das natürlich sehr gut hier. Aber ich brauche, um ein Labor zu bauen, jetzt einen schwarzen Stein, deswegen hole ich mir den. Genau, nehme ich mir die beiden Ressourcen. Dann ist mein Gegner wieder dran. Er bewegt Plättchen Nummer 3 wieder. Genau, diesmal reist er in die Vergangenheit. Das heißt, wir gucken hier, er nimmt, aktuell befinden wir uns ja hier. Das heißt, er reist 1 zurück und legt den weg. Den bekommt er sozusagen zurück. Und er macht jetzt auch hier einen Fortschritt auf der Leiste. Da habe ich ihm gar nichts hingelegt. Ich benutze jetzt einfach mal dieses Plättchen dafür. Genau, er geht einen Schritt nach vorne und bekommt also am Ende jetzt auch aktuell auch 2 Punkte. Ja, dann bin ich wieder dran. Ist die Frage, was ich jetzt noch machen möchte. Ich will vermutlich noch ein Gebäude bauen. Das kann ich nicht mit dem Administrator. Das heißt, ich setze meinen Wissenschaftler ein und gehe damit dann hier oben hin. Das kostet mich ein Wasser. Und ich baue ein Gebäude, weil mein Wissenschaftler ja wie ein Genie zählt, kann ich mir eins sparen. Dann würde ich sagen, baue ich einmal das Gebäude hier. Einen grauen spare ich mir, das heißt, ich habe einen grünen, einen grauen und ein Wasser. Und das hat jetzt die besondere Fähigkeit, dass ich immer eins mehr haben kann, bevor ich eine Abnormalie bekomme. Das heißt, ich kann den einfach hier drauflegen. Und genau, jetzt brauche ich immer noch 4, um eine also 4 Paradoxe, um eine Abnormalie zu erhalten. Dann ist mein Gegner dran. Er bewegt die 4, das ist der hier unten. Das heißt, er geht einen Schritt nach vorne und macht nichts. Ja, ich habe jetzt nicht mehr wirklich viel zu tun. Ich habe zwar noch einen Arbeiter, aber ich habe keinen Exosuit mehr, um ihn irgendwo hinzuschicken. Und hier auf meinem Feld kann ich nicht wirklich was machen. Genau, das Einzige wäre, dass ich hier Arbeiter zurückholen kann, aber da habe ich ja eh keine. Genau, deswegen passe ich. Und genau, weil mein Gegner schon 3 Aktionen gemacht hat, also mindestens 3 Aktionen, ist die Runde auch wieder vorbei. Dann mache ich einmal wieder die Aufräumphase. Hier haben wir jetzt ein neues Superprojekt aufgedeckt. The Ultimate Plan. Das hat auch eine ziemlich gute Fähigkeit. Und zwar kriegt jeder, also jedes von unseren Superprojekte zählt 3 Punkte mehr. Dasselbe inklusive. Das heißt, aktuell werden das schon 6 Punkte. Also wenn ich plane, ganz viele von den Superprojekten zu bauen, dann wäre das durchaus eine ganz gute Sache. Genau, dann fülle ich auch mal eben wieder die Arbeiter und die Mine auf. Dann können wir auch in die zweite Phase gehen. Jetzt gucken wir wieder für die vergangenen Zeitpunkte, wer am meisten Plättchen hier liegen hat. Das ist in dem Fall nur der Gegner. Das heißt, er bekommt einfach ein Paradox. Bei ihm funktioniert das genauso wie bei den Spielern. Wenn er 3 gesammelt hat, kriegt er ein Abnormalie und die bringt dann natürlich Minuspunkte. Dann können wir uns wieder entscheiden, wie viel von unseren Exosuits wir aktivieren möchten. Ich werde mal 4 aktivieren oder vielleicht sogar 5. Ich könnte halt, wie gesagt, ich habe die besondere Fähigkeit, also hier bezahle ich einmal den hier für den. Und ich habe natürlich hier die besondere Fähigkeit, dass ich auch eine Ressource bezahlen kann. Ich glaube, das würde ich auch mal machen. Das heißt, ich bezahle die Ressource, um den zu kriegen. Die beiden habe ich hier natürlich wieder zur Verfügung. Dann wird wieder geguckt, wie viel von den Plättchen wir einsetzen. Beim Gegner würfeln wir wieder. Er setzt wieder 1 ein. Ja, ich habe aktuell eigentlich genau gar keine hier liegen, weil ich ja gerade eben durch das Superprojekt 3 wegnehmen konnte. Deswegen werde ich auf jeden Fall 2 auch einsetzen. Ich setze mal die beiden hier ein. Das heißt, ich bekomme ein extra Mech und ein extra Wissenschaftler. Eigentlich habe ich relativ viele Arbeiter ja schon. Ja doch, mache ich das mal so. Das heißt, ich muss aber ein Wasser zahlen. Bekomme dann einen Wissenschaftler und einen Mech. Das heißt, ich bin voll zugeladen mit den Mechs. Hier, das eine Wasser habe ich mir gerade eben noch genommen. Das hatte ich vergessen. Genau, dann gehen wir auch in die Aktionsphase. Der Gegner fängt an. Er hat eine 3 gewürfelt. Ich würfel gleich mal hier drüben. Er möchte gerne ein Gebäude bauen und zwar ein Superprojekt. Er hat aber immer noch keinen Breakthrough bekommen. Das heißt, dass er den Platz zwar belegt, aber dann einfach nur einen Siegespunkt nimmt.
Ah, den hier habe ich natürlich eben vergessen. Der muss auch noch zurück. Und er kommt hier wegen der Fähigkeit in die rechte Spalte. Ja, als erstes werde ich auf jeden Fall mal Ressourcen sammeln. Ich möchte jetzt gleich ein paar Gebäude bauen. Ich gehe mal hier hin. Das heißt, ich kriege eine grüne Ressource und ich nehme mir eine graue Ressource. Dann ist der Gegner dran. Er hat wieder einen Dreier, also hat sehr viel Dreiecks gewürfelt auf jeden Fall. Er würde versuchen, eine Anomalie loszuwerden. Das kann er nicht machen, weil er keine hat. Deswegen nimmt er einfach einen Punkt. Dann bin ich wieder dran. Ich möchte auf jeden Fall ein Gebäude bauen. Das heißt, ich gehe einmal hier hin. Und genau, mach Gebäude bauen. Das kostet mich an Wasser. Weil er jetzt wieder als Genie zählt, spare ich mir hier oben wieder eine graue Ressource. Hier möchte ich jetzt genau noch ein Labor bauen. Da wollen wir wegen der Bedingung hier natürlich drei haben am Ende. Das heißt, ich zahle einen grünen und einen grauen und zwei Wasser. Und das kann ich jetzt nachher aktivieren, um alle meine Arbeiter quasi wieder zurückzukriegen. Und ein blauer Administrator, der kommt dann aktiv zurück. Und wegen der Fähigkeit hier auch ein grüner. Dann ist der Gegner wieder dran. Er hat schon wieder eine 3 gewürfelt. Das heißt, er baut ein Gebäude, das Wasser produziert. Da nimmt er dann einmal das hier. Und er stellt sich natürlich hier oben dafür hin. Weil Bauen ist ja schon beides besetzt. Ja, ich setze die Aktion unten einfach mal direkt ein. Wobei, nee, wahrscheinlich sollte ich vorher noch einmal Ressourcen sammeln. Ja, ich gehe erst einmal Ressourcen sammeln. Damit gehe ich dann hier unten hin. Ich nehme mir, besser gehe ich hier hin. Ich nehme mir die hier. Ich gebe es erst hier unten hin, genau. Ja, vielleicht. Weiß ich nicht genau. Ich gehe dahin, nehme mir die beiden gelben Ressourcen. Dann ist mein Gegner wieder dran. Er geht auf die 4 oder bewegt die 4. Genau, das heißt, er möchte rekrutieren, aber nur einen Arbeiter, falls es ihn gibt. Ansonsten würde er forschen, um einen Breakthrough zu machen. Ja, den gibt es. Ein Genie. Das heißt, er geht hier hin und nimmt sich dann den Genie. Genau, der hat zwar schon einen, aber das ist in dem Fall egal. Er nimmt sich den einfach. Dann bin ich dran. Ich setze dann einmal die Aktion hier unten ein mit meinem Administrator. Und genau, dann kommen meine Arbeiter, die erschöpft sind, wieder zurück. Das ist eine ganz gute Sache. Kostet mich auch sonst nichts. Dann ist der Gegner wieder dran. Er bewegt die 2. Ja, er möchte wieder rekrutieren und einen Genie bekommen. Das geht diesmal nicht. Deswegen geht er diesmal forschen. Das heißt, er geht hier hin. Und ja, für ihn muss ich nur die Form würfeln. Und dann bekommt er einfach einen zufälligen. Für ihn ist quasi egal, was das für ein Symbol ist. Das heißt aber jetzt, dass er einen Breakthrough hat. Dann bin ich wieder dran. Ja, ich habe jetzt ein paar Arbeiter dazu bekommen. Mit denen kann ich auf jeden Fall dann auch noch mal in die Mine gehen. Das heißt, ich gehe einmal hier unten hin und nehme mir dann hier den schwarzen und den grünen. Habe ich auf jeden Fall diese Runde viele Ressourcen gesammelt. Dann ist der Gegner dran. Er bewegt die 3 mal wieder. Das heißt, er möchte eine Zeitreise machen. Er reist hier also einen zurück, nimmt den weg und macht dann einen Fortschritt hier oben auf der Leiste. Dann bin ich dran. Ich möchte ein Gebäude bauen. Das heißt, ich gehe hier oben hin. Das kostet mich ein Wasser. Und genau, weil das ja ein Genie ist, kann ich hier bauen für einen Grauen weniger. Und ich möchte wieder ein Superprojekt bauen. Und zwar möchte ich das hier machen. Das heißt, ich muss nur einen grauen, zwei gelbe und, 4, für Wasser musste ich einmal hier noch die
die freie Aktion vorher machen. Das gibt mir zwei Wasser. Und dann habe ich hier noch zwei Wasser. Das sind dann vier Wasser. Und ich habe den passenden Breakthrough. Das heißt, den hier bezahle ich und dann bekomme ich das Ding hier. Das kann ich jetzt wieder bei mir platzieren. Das lege ich hier oben einmal hin. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, mit einem Administrator reinzugehen, ein Wasser zu bezahlen und dann mein Moralplättchen einen Schritt nach rechts zu bewegen. Könnte ich jetzt gleich vielleicht direkt mal machen. Dann ist aber erstmal der Gegner dran. Er bewegt Plättchen Nummer 4. Das heißt, er baut und zwar ein Labor, wobei bauen geht nicht, weil da schon alles besetzt ist, auch die beiden Plätze hier oben. Das heißt, er kriegt stattdessen einfach nur einen Siegspunkt. Ja, ich bin dran. Ich habe noch ein Exosuit, den ich einsetzen kann. Genau, ich möchte auf jeden Fall den hier einsetzen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Genau, ist ja Genie, deswegen zählt er wie beliebig. Und ich kriege den wegen der Fähigkeit auch nachher zurück. Das heißt, ich setze den ein, muss dann nur ein Wasser zahlen und gehe hier auf der Moralleiste einen Schritt nach rechts. Dann ist mein Gegner dran. Er bewegt wieder die 4. Das heißt, dass er wieder forschen geht. Da gibt es auch noch einen freien Platz. Das heißt, er geht hier hin, würfelt den Würfel und nimmt sich dann, ach genau, nur den anderen Würfel natürlich, den hier. Nimmt sich ein viereckiges. Ja, ich habe eben hatte ich zu viel Wasser, jetzt habe ich gar kein Wasser mehr. Aber ich glaube, das ist okay. Ich gehe jetzt einfach genau mit dem hier nach oben und sammle ein Wasser. Genau, extra Wasser kriege ich leider nicht. Da kriege ich dann jetzt nur drei Wasser. Genau, dann genau, es geht noch einmal dran. Ich habe ja noch was gemacht, das heißt, er bewegt die 3. Das heißt, dass er ein Gebäude baut und zwar genau diesmal ein Superprojekt. Da nimmt er einfach das Projekt, was am meisten Punkte bringt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Fähigkeit hier für ihn auch zählt. Ja, ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gelesen, deswegen würde ich sagen, zählt die Fähigkeit für ihn auch. Dann macht es natürlich für ihn Sinn, das zu nehmen, weil das jetzt schon 6 Punkte sind. Ein bisschen schade, weil das wollte ich natürlich haben. Genau, das nimmt er sich. Ich sehe gerade, hier kommen die Sachen hin. Genau, in dem Fall ist es, er muss das natürlich nicht passend machen. Das heißt, er gibt einfach einen beliebigen aus. Ja, das hatte ich mir natürlich erhofft zu kriegen, weil ich habe ja schon 2 super Projekte gebaut. Das ist jetzt schade, aber gut. Ja, ich bin dran. Ich kann nichts mehr machen, deswegen passe ich. Und genau, damit ist dann die Runde zu Ende. Dann, genau, nehme ich einmal alle Arbeiter wieder zurück. Und baue auch schon mal die nächste Runde auf. Ja, ich habe soweit die nächste Runde aufgebaut. Wir haben hier ein neues Superprojekt aufgedeckt. Hier, ja, wie man hier sieht, immer wenn man Wasser ausgeben muss, dann muss man 1 weniger ausgeben. Das, genau, das glaube ich, kann ganz gut sein. Die Ressourcen und Arbeiter haben wir auch schon aufgefüllt und können dann jetzt wieder starten. Genau, ich bekomme hier ein Paradox, weil ich ja hier am meisten habe. Das lege ich hier oben hin und genau, ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Dann gucken wir wieder, wie viel der Gegner auf dem nächsten einsetzt. Er setzt 1 ein. Ach nee, erst muss ich meine Max bereit machen. Vergiss immer. Genau, ich mache auf jeden Fall 3 bereit und vermutlich macht es Sinn, auch noch die Ressource auszugeben, um einen 4. bereit zu machen. Machen wir es mal so. Genau, dann gucken wir jetzt hier unten, also das Plättchen sollte eigentlich dazwischen liegen, das ist ein bisschen lang, deswegen mache ich das mal so. Genau, mein Gegner setzt mir wieder mal einen ein. Genau, ich kann mir jetzt überlegen, und ich muss mir die beiden Wasser nehmen, weil ich das wieder vergesse. Ich kann mir jetzt überlegen, ob ich auch wieder 2 einsetzen möchte. Mein Plan wäre es halt gleich einmal zurück in der Zeit zu reisen, um hier einen wegzunehmen. Den hier kann ich, glaube ich, ganz gut wegbekommen, weil ich eigentlich relativ viele Arbeiter habe, wobei der andere ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich glaube, dass einer reicht, die andere Sache brauche ich gerade eh nicht so dringend.
Das heißt, ich nehme auf jeden Fall mal zwei Wasser. Genau, dann bin ich hiermit durch. Dann sind wir wieder in der Aktionsphase. Unser Gegner beginnt. Er hat ein 4 gewürfelt, das heißt, er geht Ressourcen sammeln. Er möchte ja eigentlich lila und grau haben. Das geht aber nicht. Das heißt, er möchte dann grau und grün haben. Genau, weil er priorisiert dann den anderen, den haben kann. Das heißt, er könnte hier hingehen, da würde er es kriegen, oder hier hin. Und im Notfall geht er immer am höchsten. Das heißt, er geht hier hin, nimmt hier den grünen und hier den grauen. Dann sind wir dran. Ja, wir möchten auch auf jeden Fall Ressourcen sammeln, damit wir gleich genau noch was bauen können. Deswegen mache ich das mal als erstes. Ich gehe einmal hier hin. Ich nehme mir auf jeden Fall den grünen und mal einen gelben. Dann ist mein Gegner wieder dran. Er hat wieder eine 4 gewürfelt, das heißt, er baut ein Gebäude. Das heißt, er geht hier hin und er baut diesmal ein Energiegebäude oder ein Kraftwerk. Da nimmt er auch, ja, wie immer, das mit den meisten Punkten. Das heißt, er würde das hier bauen. Ich fange mal an und setze als erstes meine Freiaktion ein, um 2 Wasser zu bekommen. Und genau, mir fehlt jetzt, ich habe jetzt den Plan hier, das Labor direkt zu bauen, weil ich dann genau das hier oben auf jeden Fall erfüllt habe. Da fehlt mir aber ein grüner für. Ich kann natürlich auch überlegen, das einfach nächste Runde zu machen. Ich habe eigentlich noch ein bisschen Zeit. Eine Möglichkeit wäre auch, mir ein paar Durchbrüche zu holen, also Breakthroughs. Ja, wahrscheinlich ist das sogar die bessere Idee. Das heißt, ich gehe einmal. Ach genau, und ich kann natürlich in der Zeit reisen, aber das mache ich gleich erst. Genau, das heißt, ich gehe einmal hier hin und hole mir einen Durchbruch oder versuche mir einen zu holen. Ja, für den hier bräuchte ich die Personen, für den tatsächlich auch. Das heißt, ich gehe, genau, nehme den und würfel den hier. Das heißt, ich kriege einen Runden. Das wäre jetzt auch, ja, genau der passende für dieses Ding hier, falls ich das bauen wollen würde. Aber erstmal ist mein Gegner dran. Er hat die 5 gewürfelt. Das heißt, er geht hier hin und macht nichts. Da ich würde dann sagen, ich hole mir nochmal einen Durchbruch wahrscheinlich. Das heißt, ich muss aber ein Wasser zahlen. Und genau, ich bleibe eher. Ich weiß jetzt nicht, was kommen wird. Wahrscheinlich kommt mal ein anderes Symbol jetzt gleich. Deswegen würde ich einfach sagen, gut, ich will vielleicht mal ein eckiges haben, weil für Sets kriegen wir auch Punkte. Das heißt, ich kriege eine Uhr mit einem Viereck. Kriege ich mal das hier. Dann ist mein Gegner dran. Mein Gegner bewegt die 4. Das heißt, er möchte rekrutieren. Das kann er auch machen. Er geht hier hin. Und ja, weil er noch keinen Wissenschaftler hat, holt er sich dann den Wissenschaftler. Und genau wie hier oben steht, kriegt er einen Punkt. Das heißt, er ist jetzt bei 10 Punkten, die er hat. Dann gehe ich einmal hin und setze ihn hier unten rein. Wobei ich kann auch eigentlich ihn da reinsetzen, ne? Genau, das ist wahrscheinlich besser. Er kommt ja so oder so aktiv zurück und damit kommen alle meine Erschöpften, werden aktiv. Genau, dann ist auch schon mein Gegner wieder dran. Er bewegt mal wieder die 5. Das heißt, er versucht zu rekrutieren, wenn es ein Genie gibt. Das gibt es aber nicht, deswegen macht er einen Breakthrough. Das ist zwar schon einmal von mir besetzt, aber er kann natürlich auf die Felder hier oben gehen. Dieses Mal würfeln wir genau wieder nur dieses Ding. Das heißt, er hat ein Viereck bekommen. Genau. Die lege ich dahin. Ja, da würde ich einmal in die Vergangenheit reisen. Dafür setze ich den hier rein. Ich darf dann 3 Schritte bis zu 3 Schritte zurückgehen. Ich gehe einfach nur einen Schritt zurück hier auf der Leiste und kann dann eins von den beiden erfüllen. Ich entscheide mich dazu, ihn hier zu erfüllen. Weil ich habe eigentlich einen Mech gerade übrig. Ja, genau, nicht mal den. Das heißt, ich muss einen aktiven Arbeiter wieder abgeben. Genau, mache ich das mal so. Wobei der Mech ist eigentlich auch nicht schlecht.
Nee, ich gebe den mal ab, genau. Das heißt, ich gebe den Wissenschaftler ab, dann kommt das Plättchen hier weg. Und ich habe jetzt Fortschritt gemacht in Zeitreise-Wissen, sage ich mal. Das heißt, ich gehe hier einen Schritt nach vorne. Dann ist mein Gegner dran. Er würfelt ganz auf die 5 aktuell. Genau, geht hier hin, baut ein Laborgebäude. Das heißt, er stellt sich hier oben auf die Aktion. Und genau, baut dann das Gebäude mit den mehr Punkten. Da baut er dann das hier. Das ist 4 Punkte. Das legt er dann hier hin. Ja, ich hole mir einfach schon mal ein paar Ressourcen für nächste Runde. Das heißt, ich gehe hier hin. Oder benutze den, um einmal hier hinzugehen. Damit, genau, kann ich mir dann 2 Ressourcen nehmen. Ich kriege natürlich den unteren. Und ich nehme auch nochmal den anderen grauen. Dann ist mein Gegner wieder dran. Er würfelt eine 4. Das heißt, dass er wieder ein Gebäude baut. Das geht aber aktuell... Ah doch, das geht. Das heißt, er geht hier hin und baut dann genau ein Gebäude. Und zwar eins für mit Ressourcen. Das heißt, das hier. Das ist jetzt auch das letzte Gebäude von ihm hier, was er haben kann. Da hat er jetzt schon 3 von. Ja, ich bin dran. Ich habe eigentlich nur noch genau nur einen Arbeiter. Den setze ich hier oben auf das Projekt hier. Wenn ich ihn hier hinsetze... genau, dann muss ich ein Wasser zahlen, aber darf dann mit meinem Moralstein 1 nach rechts gehen. Ja, mein Gegner hat jetzt alle seine Exosuits eingesetzt. Das heißt, dass er jetzt noch eine Zeitreiseaktion macht. Steht das hier unten? Nee, da steht er nicht. Aber genau, ist so, wenn er keinen mehr hat, dann macht er einfach noch eine Zeitreiseaktion. Und genau, dann passt er danach. Das heißt, hier geht er einmal zurück und legt den dann ab. Dadurch hat er auch wieder Fortschritt in der Zeitreise gemacht. Genau, ich bin dran. Ich habe auch nichts mehr. Deswegen passe ich. Deswegen ist dann die Runde vorbei. Ich mache jetzt mal den ersten Teil der Aufräumaktion. Aber gleich passiert hier natürlich was mit den Meteoriten. Genau, ich habe jetzt soweit alle Arbeiter wieder zurückgezogen. Aber jetzt schlägt natürlich der Meteorit ein. Wir sehen jetzt hier. Beziehungsweise wir kommen jetzt hier hin, genau. Der Meteorit schlägt jetzt ein. Das heißt, dass wir einmal das hier oben umdrehen müssen. Das heißt, ab jetzt haben wir ein extra Feld, wo wir hingehen können. Hier können wir entkommen. Mit einer beliebigen Aktion, genau, das ist egal. Hier kann man einfach hingehen. Und wir haben jetzt diese Plättchen, die wir auslegen müssen. Das ist für die Hauptaktion. Ah, nee, die waren dahin. Die kommen hier hin. Da kriegen wir jetzt sozusagen einen kleinen Bonus, wenn wir da hingehen. Und das Feld aktivieren. Aber sobald das Feld einmal aktiviert wurde für irgendeinen Spieler, dann wird das umgedreht und ab dann ist das Feld permanent geblockt. Und genau, so hat man dann nach und nach immer weniger Felder, die man aktivieren kann. Zusätzlich, was hier auf meinem Spielplan ich machen muss, ist, dass ich die beiden abdecken muss. Das heißt, ich kann jetzt die Bags nicht mehr umsonst bekommen, oder die Exosuits. Was es natürlich auch ein bisschen schwerer macht, genau, viele von den Exosuits einzusetzen. Genau, da sind wir hier auf der Zeitleiste, aber beim nächsten. Das heißt, wir können auch das Feld hier umdrehen. Das Spiel endet natürlich am Ende der 7. Runde spätestens. Oder bis alternativ, bis hier alle von den Plättchen umgedreht wurden. Genau, das heißt, es kann jetzt schon schnell gehen. Wobei, als kleiner Vorteil haben wir jetzt, dass unser Gegner auch nur noch 4 von seinen Exosuits einsetzt. Nicht mehr 6. Ja, da fülle ich nochmal die Mine auf und die Arbeiter. Was ich auf jeden Fall noch schaffen muss, ist natürlich hier das dritte Labor zu bauen. Das ist eine Bedingung, damit ich überhaupt vom Planeten entkommen kann. Oder ja, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gehen wir Richtung Weltall. Genau, das ist die Bedingung. Ich habe aktuell hier auch schon 2 von denen gesammelt. Und ich habe auch 4 von den Wissenschaftlern. Das heißt, hier, das hätte ich 2-mal erfüllt. Dann würde ich aktuell hier auch schon 14 Punkte kriegen. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Deswegen sollte ich mich vielleicht beeilen und das bald möglichst machen.
Genau, als erstes schauen wir dann aber natürlich in die Bereiche hier. Genau, da wo man am meisten hat. Das bin in dem Fall kriege ich jetzt 2 von denen. Mein Gegner bekommt aber auch 1. Ja, ich bin dann gerade so noch sicher, aber wenn ich den nächsten bekomme, dann kriege ich ein Paradox. Ja, dann muss ich meine Max einsetzen. Genau, ich kriege jetzt nur noch 1 umsonst. Kann jetzt überlegen, ob ich welche Ressourcen ich einsetzen möchte. Wahrscheinlich lohnt es sich schon, 2 einzusetzen. Einen sollte ich auf jeden Fall behalten. Genau, und ich setze den grünen noch ein. Das heißt, ich kriege hier 2 extra Max. Dann habe ich einen Platz freigelassen. Das heißt, ich kriege ein Wasser. Und dann schauen wir wieder hier hin und schauen uns an, wie viel Sachen wir einsetzen möchten. Wir schauen wieder beim Gegner. Der setzt diesmal 2 ein. Das finde ich sehr gut. Das erlaubt es mir natürlich auf jeden Fall einen einzusetzen, ohne dass ich ein Paradox kriege. Weil es ja immer nur der mit den meisten. Ich setze einfach mal ihn hier ein. Dann kriege ich eine grüne Ressource. Genau, ich glaube, damit belasse ich es. Oder setze ich noch eine Ressource ein? Ne, genau, ich lasse es mal dabei. Ja, dann gehen wir in die Aktionsphase. Mein Gegner startet mal wieder. Er setzt die 2. Das heißt, er möchte ein Gebäude bauen. Er platziert sich immer nach oben und ignoriert auch die Plätze, also der Effekt, der hier drauf steht. Er möchte gerne ein Labor bauen. Das heißt, er baut einmal das Labor. Das wollte ich eigentlich bauen, deswegen stört mich das ein bisschen. Ja, dann bin ich dran. Ich will auf jeden Fall Ressourcen sammeln, damit ich gleich mein letztes Labor bauen kann. Ja, bevor ich das mache, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn ich noch eine andere Sache mache. Und zwar... setze ich einen Wissenschaftler ein, um hier hinzugehen. Dann darf ich sofort 2 Paradoxe von mir abwerfen. Das glaube ich ganz gut, weil gleich kriege ich nämlich wieder welche sonst. Und ich darf natürlich die normale Aktion machen. Ich möchte auf jeden Fall ein Set zusammenkriegen, deswegen möchte ich gerne ein Dreieck haben. Und zwar mit dem Symbol. Das ist dann das hier. Dann ist mein Gegner wieder dran. Er macht die 4, das ist gut. Das heißt, er macht gar nichts. Ja, ich überlege gerade, ob ich mir diese Runde Ressourcen sammeln möchte, um das Gebäude hier zu bauen. Oder ob ich das vielleicht doch erst nächste Runde mache, weil ich kann, glaube ich, auch eine ganz andere gute Sache machen. Ja, ich glaube, das lohnt sich, wenn ich das andere zuerst mache. Ich gehe als erstes mal dann mit dem Administrator hier oben hin. Dafür rücke ich meine Moral einen Schritt nach vorne. Das mache ich jetzt gleich. Und ich darf einen rekrutieren. Ich rekrutiere mir einen von denen. Dann bekomme ich auch 2 Wasser. Der hier ist direkt aktiv. Ich darf meinen Moral 1 nach rechts verschieben und bekomme 2 Wasser. Dann ist mein Gegner dran. Er hat die 4. Das heißt, er möchte rekrutieren oder nach Möglichkeit ein Genie. Das geht. Das heißt, er geht einmal hier hin und holt sich den Genie. Dann sind wir wieder dran. Ja, das einzige Problem, was wir gerade natürlich haben, ist, dass wir noch einen Max-Suit haben. Vermutlich sollten wir Ressourcen sammeln, damit ich gleich auch Ressourcen habe, um hier die beiden oder mehr Max zu aktivieren. Genau deswegen würde ich das vermutlich einmal machen. Das heißt, setze den hier ein und gehe Ressourcen sammeln. Ich brauche auf jeden Fall einen grünen. Ich gehe vielleicht mal hier unten hin. Das heißt, nehme mir den grauen und den grünen. Dann ist mein Gegner wieder dran. Er hat wieder die 4 gewürfelt. Genau, in dem Fall sind hier schon 2. Das heißt, der oberste geht einen weiter, wird aber nicht aktiviert und dann geht er da drauf. Das heißt, er möchte wieder ein Gebäude bauen. Das kann er auch machen. Damit geht er hier hin und er möchte ein Labor bauen. Das heißt, er nimmt sich das hier. Dann hat er auch genau die volle Anzahl an Laboren erreicht. Ja, ich bin dran. Ich habe nicht mehr allzu viele Sachen, die ich machen kann.
Wobei, genau, ich kann auf jeden Fall noch einmal Zeitreisen. Das mache ich als erstes. Das heißt, ich gehe bis zu drei Schritte zurück. Ich gehe aber nur einen Schritt zurück und genau, hole mir das quasi wieder. Muss natürlich 2 Wasser zahlen. Aber mache dann auch Fortschritt im Zeitreisen. Das heißt, hier gehe ich auf der Leiste einen Schritt nach vorne. Dann ist mein Gegner wieder dran. Er würfelt mal wieder eine 4. Genau, das heißt, er möchte gern forschen. Ah, verrückt. Okay, dann geht er nämlich hier hin. Das ist jetzt tatsächlich nicht so gut für mich. Er geht auf das Feld hier. Und damit, wie ihr schon seht, wir haben alle Felder belegt. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich die letzte Runde. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell passiert, aber okay. Er geht jetzt hier hin und würfelt, welches er bekommt. Viereck. Ja, dann hätte ich eben natürlich besser meine Endbedingung hier gemacht, dass ich hier versucht habe, das dritte Labor zu bauen. Ich dachte, oder ja, ich habe vermutet, dass wir auf jeden Fall noch eine Runde mehr haben. Genau, der war hier. Ja, da versuche ich mal das Beste noch rauszuholen. Ich kann auf jeden Fall, die Sache, die ich machen kann, ist genau mit ihm einmal hier unten hinzugehen. Das heißt, dass die alle einmal nach rechts rutschen. Dann sind die wieder aktiv. Muss ich auch nichts für zahlen. Nee. Dann ist mein Gegner mal dran. Er bewegt die 5, das heißt, der geht wieder einen weiter und die 5 geht hin. Dann möchte er gerne Fortschritt machen. Oder entwickeln. Ach, er hat, merke ich gerade erst, er würde das gar nicht machen. Er macht stattdessen eine Zeitreiseaktion. Das heißt, wir gucken einmal hier unten hin. Wir sind ja aktuell hier, ich bin ja nur zurückgereist, genau, das wie hier. Und dann legt er ihn ab und macht dann auch Fortschritt hier oben beim Zeitreisen. Genau, damit ist der Gegner auf jeden Fall durch. Dann darf ich aber natürlich noch zu Ende spielen. Eine Sache, die ich machen kann, ist, ihn hier hinzulegen. Das kostet mich ein Wasser. Damit kriege ich dann aber einen Schritt hier unten noch nach vorne. Und genau, ich bin wieder dran, weil ich da, ja, der einzige Spieler ist, der noch übrig ist. Ich setze auf jeden Fall das ein. Dann kriege ich 2 Wasser. Aber ich setze ihn auch hier rein. Dann genau, würde ich einen Schritt nach rechts gehen, kriege dann stattdessen 2 Siegespunkte. Muss dann jetzt aber auch 8 Wasser zahlen. Genau, die 2 habe ich mir ja noch nicht genommen, das heißt, ich zahle einfach 6. 2, 4, 6 Wasser plus die 2, das sind die 8. Genau, das hat mir jetzt quasi nochmal 2 Punkte verbracht. Ich glaube, sonst kann ich nichts mehr machen. Genau, dann ja, würde ich jetzt eigentlich noch die Arbeiter alle zurückholen. Das spare ich mir jetzt mal, weil ja jetzt testen wir oder jetzt wird geprüft das Ende des Spiels. Und genau, wenn die Arbeiter abgezogen werden, dann werden die Plättchen umgedreht. Und wie ihr seht, alle 6 Plättchen sind umgedreht, weil alle 6 Aktionen ausgeführt wurden. Das heißt tatsächlich, dass das Spiel dann jetzt sofort endet. Sehr ärgerlich, dass ich jetzt die Aktion hier oben nicht machen könnte. Nächste Runde hätte ich die auf jeden Fall gemacht. Aber gut, habe ich, glaube ich, nicht richtig aufgepasst, wo der Gegner hingeht. Jetzt haben wir einmalig noch die Möglichkeit, hier in der Zeitreihe aufzuräumen, sozusagen. Für den Gegner ist das egal, ihn stört das nicht. Aber ich genau, möchte den auf jeden Fall einmal noch zurückzahlen. Das heißt, den zahle ich zurück, dann kriege ich zumindest keine Minuspunkte. Aber den Mac kann ich nicht zurückzahlen, weil ich keinen Mac mehr habe. Deswegen genau, verliere ich hier dann am Ende 2 Punkte dadurch. Dann ja, rechne ich mal alle Punkte zusammen. Da gibt es natürlich hier dieses, ja, den Wertungsblock. Und dann schauen wir mal, ob es gereicht hat. Ja, ich sage mal ganz kurz, was noch alles so Punkte gebracht hat. Schauen wir uns das bei mir mal kurz an. Natürlich für die gebauten Gebäude. Da gibt es die Punkte, die einmal hier unten stehen. Genauso für die Superprojekte. Da hat der Gegner mich natürlich völlig abgezogen. Der hat natürlich viel mehr Gebäude gebaut. Dann gibt es noch Punkte, je nachdem wie viel Erfahrung man im Zeitreisen gemacht hat. Das ist einmal der Punkt hier. Und es gibt Punkte abhängig von der Moral. Dann gibt es auch Punkte hier für die Durchbrüche, die man gemacht hat. Für jeden 1 und für jedes Set dann nochmal 2. Da habe ich zum Glück mehr als mein Gegner. Man kriegt noch Punkte natürlich, die man gesammelt hat. Da habe ich jetzt hier 2. Aber ich verliere auch 2 Punkte dadurch, dass ich, wie gesagt, hier auf der Zeitleiste den einen Token nicht abräumen konnte.
Ja, das habe ich jetzt einmal zusammengerechnet. Wie man sieht, ist es leider nicht so richtig knapp. Ich habe deutlich verloren. Ich habe nur 36 versus 50 Punkte. Hat aber ja auf jeden Fall damit zu tun, dass ich das hier oben natürlich nicht geschafft habe. Hätte ich noch das eine Gebäude gebaut und ich lege das mal kurz daneben, dann hätte ich das hier oben noch aktivieren können. Dadurch hätte ich dann nochmal 14 Punkte bekommen. Dann genau, wären wir schon gleich auf gewesen. Also das war jetzt doch sehr ärgerlich. Dann hätte ich doch besser natürlich nicht hier die Aktion gemacht, sondern besser eine Bauenaktion. Prinzipiell hier oben sind ja noch Felder frei. Ich hatte halt nur kein Mech mehr. Genau, da sind die 14 Punkte, die ich sonst mehr bekommen hätte. Dann wäre es aber auch trotzdem knapp gewesen natürlich. Dann hätte ich an anderer Stelle natürlich weniger Punkte gehabt, aber ja, dann wäre es zumindest ein bisschen knapper geworden. Ja, das war dann soweit das Playthrough. Ich fand es eigentlich ganz gut, war jetzt zum Schluss wirklich ein bisschen überraschend, dass es jetzt geendet ist, doch so früh. Wir hätten ja theoretisch noch zwei Runden spielen können. Das macht dann doch nochmal einen größeren Unterschied. Also vermutlich endet es meistens dann in der sechsten Runde. War aber ja wirklich, ich habe ja hier nur zwei Felder besetzt. Der Gegner hat hier vier Felder besetzt. Das war dann wirklich sehr ungünstig, weil genau ansonsten, er muss ja wirklich auch genau die passenden Dinger ziehen, sonst wäre er ja auch eher hier oben hingegangen, dann wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber gut, ansonsten, ganz cooles Spiel. Das mit dem KI-Gegner finde ich ganz gut, jetzt nicht überragend, wie man hier oben sieht, in dem Bereich hat er diese Sache ja irgendwie nie hinbekommen. Gut, im Endeffekt, er hat jetzt viele Gebäude gebaut stattdessen. Aber ist halt easy natürlich zum Handhaben, aber ja, weiß ich nicht, dadurch, dass er jetzt irgendwie nicht geschafft hat, der hat da jetzt irgendwie vier Genies gesammelt. Finde ich ein bisschen seltsam, kann man vielleicht auch ein bisschen zu einfach verhindern. Aber insgesamt, eigentlich eine ganz gute Lösung hier mit den ganzen Sachen, mit dem Würfeln dann und dann noch vorgehen. Also da bin ich eigentlich doch ganz zufrieden mit. Ja, das war dann das Playthrough von Anequiny. Das war, wie gesagt, die große Infinity Box. Es gibt noch so etwa 4-5 Erweiterungen, mit denen ich jetzt, oder extra Modulen, mit denen ich jetzt nicht gespielt habe. Das war jetzt relativ nah am Basisspiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Playthrough. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.